Und herzlich willkommen, neue Saison, neues Glück. Wir starten wieder beim Aufstieg auf der Leiter und springen nochmal unseren Priester, schauen mal, was wir hier Schönes reisen können und was wir machen können. Und ich bin gespannt, was wir für einen Gegner bekommen, weil jetzt gerade am Anfang probieren natürlich alle schön aufzusteigen und wieder ihren legendären, das heißt, Anduin gegen Uta. Ja, ich werde ehrenhaft kämpfen. Das Licht wird den Sieg bringen. Er hat einen Paladin. Das heißt, wir können die beiden eigentlich fast behalten. Es ist eine gar nicht schlechte Starthand. Paladin heißt natürlich nichts stehen lassen. Und wir haben Doppelglück. Schauen wir, er spielt nichts. Und das nutzen wir natürlich gnadenlos aus. Ist jemand verletzt? Benötigt ihr einen zum einen Segen? Unsere heilige Priesterin, dass sie ein bisschen hochgesetzt wird. Wir müssen eigentlich ja nur sie behalten, aber er sollte jetzt am Anfang eigentlich mit... Hat er irgendwas? Spielt er was? Na komm. Kann ich Bedarf würfeln? Er spielt einen Beutehamster. Das ist schön. Weil der kann natürlich jetzt gar nichts machen. Sofort. Denn wir nutzen das gnadenlos aus, um bei uns noch eine extra Karte zu ziehen. Und bekommen noch eine zweite Priesterin. Das war's. Und können jetzt in der nächsten Runde sie sogar auf 5 Schaden hochsetzen. Wollt ihr etwas in die Luft jagen? Aber wir können sie natürlich schon rausnehmen. Oder ihn rausnehmen. Wir müssen ja hier 2 Schaden rausnehmen. Dann heilen wir sie nochmal hoch. Und bekommen für die nächste Runde sogar die Lichtbrut. Das ist sehr schön. Sofort. Wir machen einen Einsatzpunkt. So. Jetzt kommt es drauf an, was spielt er? Spielt einen Yeti, das ist schön. Weil damit kann er gar nichts anfangen. Wir haben 1, 2, passt. Bauen sie hoch. Können hiermit sogar sie auf. Ja, das sparen wir uns für die Lichtbrut. Wir setzen auf 7 hoch. Sofort! Und einen Angriff und ziehen noch eine Karte. Das war's. So. Mal schauen, was jetzt kommt. Ich überlege gerade nächste Runde. Wir sind in 5. Das heißt, entweder ich spiele Lichtbrot plus die Priesterin in der Runde. Lasst mich nachdenken. Er sollte eigentlich nichts haben, was hier 5 Schaden macht. Das Dingo! Ja! Der macht nur 3 Schaden. Ah, es hat auf 6 hoch. Okay, das ist natürlich schön. Dann würde ich sagen, klauen wir uns den einfach. Haben wir irgendwas, was schön reinhaut? Ja, wir klauen uns den. Wir spielen den Manipulator und beenden die Runde. So. Mal schauen, Runde 6. Wir können sie hochheilen, damit ihn nicht wegnehmen. Mit mir. Ah, er gibt hier nochmal ein extra Schild. Okay, das war natürlich sehr klassisch. Kann man nicht anders ausdrücken. Aber er hat jetzt keine weiteren Angriffsmöglichkeiten. Doch, hier. Okay. Ja, dann kommt jetzt leider die Heilige Nova. Tut mir sehr leid. Heilige Noma heilt sie auf 7 hoch. Er wird fast komplett runtergenommen. Er würde eigentlich 3 Schaden machen, macht hier 6. Macht nichts, wir haben ja noch
noch ein bisschen schöne Fähigkeiten. Sofort. Und nehmen seine 3-3er-Karte. Sollen wir sie rausnehmen? Ja, nee. Komm. 4er Schaden. Passt. Ach, wir hätten die Priesterin noch spielen können. Na, schade. Was macht er jetzt, wenn er nicht die Waffe hat, die Heilerwaffe? Nein, er spielt einen Antigolem. Und noch ein extra Raptor. Melde mich und zum Rekrut. Dienst. Okay. Okay, bringt uns nichts. Wir haben keine... Wir müssen sie ein bisschen hochheilen. Deswegen würde ich sagen, wir spielen eine Lichtrose. Dann hat er ein primäres Angriffsziel. Wir spielen noch eine... Benötigt ihr einen Segen? Und heilen sie auf. Schöne 6 hoch. Und heilen sie noch. Na, jetzt kommt der. Sofort! Ja. Sollen wir noch irgendwas wegnehmen? Wer ist eklig? Eigentlich nur der Raptor mit seinen 3 Schaden. Sofort! Dann würde ich sagen, nehmen wir den weg. Weil dann hier nur noch, ja, hier die 3 Schaden. Wobei ja natürlich unsere Priesterin hier jetzt leiden muss. Schauen wir mal, ob er noch irgendwas hat. Nein, das ist so. Ah, und er sagt die 3 Schaden. Gut, das ist praktisch. Jetzt wird noch die Priesterin sterben. So, was macht er mit dem? Er hat noch 4 Schaden hier liegen. Wir können jetzt allerdings 20 Schaden austeilen. Und ich glaube, das machen wir. Melde mich zum Dienst! Außer wir haben Hilfe und wir kriegen eine heilige Mauer. Nein, haben wir noch nicht. Na, mach ich. Einmal verdoppeln. Zweimal verdoppeln. Wir haben immer noch 4 Schaden hier liegen. Wir spielen noch einen extra 10 Drachen. Und den kommt auch mit 4 Schaden rein. So, jetzt hat er ein bisschen ein Problem. Sollte den 20er eigentlich auch nicht direkt wegkriegen können. Der gute Ragnarok. Und spielt. Jetzt wird's interessant. Kann er einen Waffen? Wir haben. Gut, ja, gespielt. Jetzt kommt seine Klinge. Ja, kann er nur nicht angreifen, den direkt. Er hat den 20er. Wenn er jetzt nichts hat, ist er tot. Bereit zum Ausritt! Na, noch einen Wolfsreiter. Er probiert alles drauf zum Hauen, was irgendwie geht. Aber er ist geliefert. Also, wenn er die Runde beendet und mich nicht fertig macht, kann ich heilige Feuer spielen. Und er geht direkt auf mich. Und haut alles weg, was geht. Gut. Damit hatten wir ja schon gerechnet. Der Sieg. Oh, er gibt schon auf. Ich habe mir jetzt überlegt, wie man jetzt schön noch ein demütigen können. Aber wir haben es geschafft und ich hoffe, Stick hat euch ein paar kleine Anregungen gegeben, wie ihr euer eigenes Deck machen könnt. Ihr könnt es auch gerne abschreiben, das seht ihr an der linken Seite. Wenn ihr damit Erfahrungen gesammelt habt, schreibt bitte in die Kommentare oder gebt ein Like. Und ja, solltet ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge für das Deck haben, dürft ihr die natürlich auch in die Kommentare schreiben. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dann, ciao, ciao.